Und jetzt, meine Schönen, wenn wir noch einmal das Rad drehen und uns noch eine letzte Demo für heute zuweisen lassen, was wird es heute sein? Was spielen wir, liebes Indie-Roulette? Wir spielen Boogaboo Pocket. Leute, wer von euch hat Angst vor Insekten? Ja, das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt. Also, großer Disclaimer an der Stelle, bevor ich hier den Trailer aufmache. Ja, es ist wirklich cute gestaltet, aber wer trotzdem große Probleme mit Insekten hat und davon jetzt Albträume bekommen würde, macht lieber was anderes an. Ich gebe euch noch die Chance. Ich sage euch aber mit dazu, die sind wirklich süß. Die sind ein bisschen eklig, aber auch sehr süß. Also, ihr habt noch so ungefähr 10 Sekunden Zeit, würde ich sagen. Wenn ihr echt Probleme mit Insekten habt, überlegt euch zweimal, ob ihr euch das gerade angucken wollt. Start lieber auf den Knubbi-Turm oder auf die gute Fee. Die werden ja gleich verdeckt von der Demo und also von dem Trailer, und die Demo wollen sie ja dann auch nicht sehen. Zum Glück bin ich Insektenliebhaber. Dann wirst du dieses Spiel bestimmt faszinierend finden. Erinnert ihr euch noch an Tamagotchis? Wenn nicht, fühlt euch jetzt erinnert. Leute, ich zähle jetzt nochmal runter. Letzte Chance für Insektenhasser. 3, 2, 1, Insekten. Boo. Schaut euch diese Pixelgrafik an. Es ist irgendwie süß. Ich wünsche allen noch eine gute Nacht. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Und weg hier. Tschüss, Sacrificabo. Eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träum was Süßes. Oh mein Gott, Tamagotchis. Wie niedlich sind die denn? Schaut sie euch an. Es sind basically Insekten-Tamagotchis, um die es hier geht. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe das auf Twitter gesehen und dachte mir, okay, das finde ich irgendwie cute. Wir packen das mal mit ins Indie-Roulette. Kann ja nicht schaden. Also, wir gucken uns jetzt den Trailer an, Leute. Ich mache euch noch eben kurz den Sound an. Ich habe schon wieder vergessen, dass ihr ja nichts hört zu Beginn. Und ab geht's. Es sieht einfach aus wie ein Textabenteuer. Da, könnt ihr was zu essen? Minispiele. Mehr Minispiele. Streicheln. Bugaboo Pocket. Es sieht schon irgendwie cute aus. Ich kann mir nicht helfen, Leute. Ich kann mir nicht helfen. Es ist schon irgendwie cute. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Insektenfreund bin. Deswegen starten wir jetzt. Bugaboo. Entschuldigung. Und dann dürft ihr gleich noch einmal zack. Wir ändern kurz einmal. Sie sehen nun Bugaboo. Und jetzt bekommt ihr gleich noch Bild und Ton. Einmal Bild. Vielleicht einmal Ton. Warum funktioniert jetzt wieder Nerv nicht, aber Spiele-Sound funktioniert? Leute, Technik ist schon wieder einfach todeslost. Todeslost. Aber ich glaube, wenn das ganze Spiel nur auf diesem mittleren Bildschirm stattfindet, dann kann ich das ja super als Overlay nutzen und mich da einfach voll bequem hinpflanzen. Das ist ja voll gut. Ha! Okay. Bugaboo Pocket. Wir starten einfach mal. Es gibt noch nicht mal Optionen oder so. Oh doch. Audio. UEFI im Citrus. Ja, bitte. Achso, und das hier. Arcade. Und wir bleiben mal bei Citrus. Finde ich schön. Audio. Okay, wir können nur an- und ausschalten. Da.
Wir können bisher nur an- und ausschalten. Das heißt, ich muss über den Regler für euch das mit dem Sound machen. Gut, wir starten einfach mal. Wie niedlich sind die denn? Flonk. Das Feuer, das Beetleback zerstört hat, war ein Unfall. Aber trotzdem war es unsere Schuld. Oh, das ist schon sehr laut. Einen Moment. So. Als ich als führender Entomologe, das sind Insektenforscher, Moment. Ich muss, englische Sätze sind so weird aufgebaut, dass ich die erst komplett lesen muss, bevor sie Sinn ergeben in meinem Hirn. Also, als ich am Institut für Waldforschung, für Waldlösungen angestellt wurde, gab es bereits Anzeichen, dass mein Job ein bisschen mehr wäre als nur ein kleiner Boost für die PR. Okay, ich verstehe den ersten Satz nicht. Es tut mir leid, es ist zu spät für Englisch, Leute. Jetzt wisst ihr, warum ich hier Dingenskirchen nicht spiele. Undertale. Ich verstehe zu wenig. Also während meiner Meldungen wurde ich über mein hier Zeichen. Wie heißen die Dinger? Mein Gott, ich sehe vor mir, was er meint, aber ich kann es euch nicht in Worten beschreiben. Das ist ja schrecklich. Wie heißen denn diese Brettchen, wo du so Papier einklemmen kannst? Klemmbrett heißen die. Das Brett, wo du Papier einklemmen kannst. Das heißt Klemmbrett. Wortfindungsstörung par excellence. Seht ihr, das ist das Fantastische im Deutschen. Dir fällt ein Wort nicht ein, also beschreibe es. Denn das Wort tut ja nichts anderes, als zu beschreiben, was es tut. Okay. Ich verstehe trotzdem nicht, was er mir damit sagen will. Entweder wurde er merkwürdig angestarrt, während er seine Reports abgegeben hat. Ich würde jetzt mal damit gehen. Auf jeden Fall wurde sein Name permanent falsch ausgesprochen und niemand außer irgend so ein Typ namens Easy. Wir gehen mal mit Easy. Niemand außer Easy hat jemals einen Fuß in mein Labor gesetzt. Also er wurde scheinbar merkwürdig angestarrt oder so. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr schockiert darüber gewesen, als ich herausgefunden habe, dass ich eigentlich nur ein paar Arten gezüchtet habe für die Balance der Ökosystem, die genau unser Forschungszentrum bereits zerstört hat. Er wurde merkwürdig angestarrt, während er dort seine Beobachtungen führte. Dankeschön. Meine Forschung war noch nicht so weit, aber sie lag auch bereits nicht mehr in meinen Händen. Meine armen kleinen Insektchen hatten von Anfang an keine Chance. Ein kleiner Funke war alles, was es gebraucht hatte. Oh, wir sprechen mit Easy. Lass uns die Fenster hochkurbeln, damit die Asche draußen bleibt. Oh Gott, der ganze Wald ist abgefackelt. Also, das mit dem Feuer war wirklich so ein wortwörtliches Feuer. Die Armen. Ja, das ist wohl eine gute Idee. Silvia, das sind dann wohl wir. Bist du sicher, dass du hier draußen bleiben möchtest? So ganz alleine? Die Forschungskabine fühlt sich wie ein zweites Zuhause für mich an. Also keine Miete.
Ich weiß nicht, ich bin nicht über alles im Bilde, was passiert ist, aber das Feuer war nicht deine Schuld, weißt du? Du hast, seit du für das Wiederbelebungsprojekt engagiert wurdest, lebst du quasi nur noch in deinem Labor. Ja, ich hatte auch schon meine Zweifel und ich habe sie ignoriert. Ich bin hier genauso verantwortlich wie jeder andere auch. Ich bin tatsächlich in den Bergen aufgewachsen. Nicht so wie hier unten in Biedelbach. Ich habe gelernt, dass es eine Menge Wege gibt, die Erde zu verstehen. Und viele Wege, sie zu zerstören. Vielleicht wären wir einfach besser dran, wenn jemand wie du hier die Führungsposition inne hätte. Stell's dir nur mal vor. All diese Wissenschaftler, die sich noch nie auch nur nach mir umgedreht haben, während ich die Pflanzen gieße. Und plötzlich würden sie mir antworten. Naja, wie auch immer. Das Büro wird nicht das gleiche sein, wenn du nicht mehr da bist. Wahrscheinlich wird es besser so sein. Für mich auf jeden Fall nicht. Ich werde es vermissen, dich völlig zusammengesackt über deinem Tisch gebeugt zu finden. So um 4 Uhr früh. Hast du Hunger oder warum bist du jetzt Püree? Das wird sein, Lexi. Ich werde Hunger haben. Das ist zu merkwürdig, als dass ich irgendwas drauf antworten könnte. Ich fahre einfach ein bisschen schneller. Okay, dann bleib in Sicherheit, ne? Pass auf dich auf da draußen. Beetlebug. Okay. Wenn unser Experiment auf meine Weise... Warte. Wenn unser Experiment auf meine Weise durchgeführt wurde, warum... wenn es auf meine Weise durchgeführt worden wäre, wäre es dann anders gekommen. Jetzt habe ich den zweiten Satz nicht mehr gelesen. Race one cheerful bug. Okay. Beobachten. Hier ist nichts. Miau. Guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Chili, Hiski, Hallöchen, ein wunderschön euch. Willkommen Miau. Zu einem kleinen... Guck mal, so viele neue Textabenteuer. Leute. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Also, gut, dass wir gerade auf diesem Bildschirm sind, Leute. Wenn ihr Insekten nicht mögt und da ein bisschen empfindlich seid, habt ihr noch Zeit, bis die Shoutouts durch sind, um euch leise zu verabschieden. Denn hier werden gleich verpixelte Insekten gezeigt. Jetzt ist der Brief weg. Schade. Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen. Das Duchgeist, Hallöchen, ein wunderschön. Und willkommen in unserem Dino-Gefolge. Ein Häschen-Raid. Wie du Chelly immer Chili nannst. Ich habe doch Chelly gesagt, oder nicht? Ich habe immer auch schon statt Büro Büree gesagt, Leute. Ich habe wahrscheinlich einfach Hunger. Es tut mir leid. Herzlich willkommen. Jackbox Party Pack Raid. Juhu. Wartet, ihr kriegt erstmal eure Shoutouts. So wie sich das gehört. Oh, das war ein bisschen kurz. Warte, kriegst du es nochmal. Manche Tänze sind leider etwas kürzer. Das kann ich nicht beeinflussen. So. Ich fühle das. Ich hatte auch mal was, das was konnte. Eine Software. Ihr habt das auch gerade gesehen, oder? Was denn? Warum war da gerade ein Bluescreen? Und zwar einer mit dir, wo dir jemand in den Schreibtisch rumwirft. Was war das? Ganz kurzer Mini-Greenscreen, man kennt es. Was ein Clip. Ich hatte auch mal eine Software, mit der ich tanzen konnte. Ich habe aber vergessen, welche das war und warum ich die nicht mehr benutze und wieder zu VTuber Plus zurückgegangen bin. Ich hab's vergessen. Es
mein Tableflip Bluescreen, der war super. Aber da ihn keiner außer dir gesehen hat, war es nur eine Einbildung. Muahahaha. Dann herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet bei Jackbox eine fantastische Zeit. Ich habe das noch nie selber gespielt. Ich kenne das immer nur vom Zugucken. Aber ich hoffe, ihr hattet wahnsinnig viel Spaß und konntet ein paar lustige Momente erleben. Und dann sage ich schon mal herzlich willkommen an diejenigen, die ins Bett gehen. Sage ich eine gute Nacht, schlaft schön und träumt was Süßes. Und an diejenigen, die immer noch nicht müde sind und noch ein bisschen bleiben wollen. Wir haben fast 4 Stunden Trivia-Mörder-Party gespielt. Eine Partie oder mehrere? Eine Partie fände ich schon echt krass für 4 Stunden. Mit mehreren unterschiedlichen Leuten. Okay. Sonst wäre es auch sehr weird. Sonst wäre es auch echt merkwürdig. Also wir spielen heute verschiedene Demos durch. Und gerade ist das Spiel Bugaboo dran, bei dem wir in Form eines Tamagotchis versuchen, eine ausgestorbene oder mehrere ausgestorbene Insektenarten in einem abgefackelten Wald wieder zum Leben zu erwecken und vernünftig heranzuzüchten. Das ist der Plan. Diesmal kein bestochenes Roulette. Nein, dieses Mal ohne Bestechung. Dieses Mal haben wir das Indie-Roulette, das Rad des Schicksals erneut gedreht und Bugaboo wurde ausgewählt. Ich bleib noch ein bisschen, ist gemütlich hier. Dankeschön. Ich bin sehr geehrt, war echt super. Wir haben eine gespielt und dann noch eine und dann noch eine und noch eine. Das sind immer die schönsten Little Charn, wenn man gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht, sondern einfach noch eine und noch eine und noch eine spielt und irgendwann denkt man sich so, oh shit, wann ist es 3 Uhr morgens geworden? Das sind immer meine Lieblingsabende. So, ich habe noch gar keinen Plan, was wir hier überhaupt tun müssen. Es ist alles komplett auf Englisch und ich verstehe leider nur sehr wenig Englisch, besonders um 3 Uhr morgens. Deswegen, wir versuchen erstmal uns ein bisschen durchzuklicken und vielleicht verstehen wir irgendwann, was wir hier tun. Was wir bisher wissen ist, wir sind Angestellte in einem Forschungszentrum für das Artenleben, speziell für Insekten, in einem Wald. Dieser Wald ist jetzt allerdings abgebrannt, weil unser Forschungszentrum Scheiße gebaut hat. Und jetzt versuchen wir in dieser kleinen Hütte, die ihr da seht, diese Insekten wieder neu heranzuzüchten. Und ich habe noch keine Ahnung, denn ich kenne mich mit Insekten nicht aus. Hier blinkt aber die ganze Zeit über Terrarium. Also tun wir mal das. Wartet. Ich mache mir mal selber das Headset ein bisschen leise. Die Musik ist schon sehr laut und es gibt nur die Option an oder aus. Okay. Wir sollen uns ein Insektchen aussuchen. Wir haben nur das hier zur Verfügung. Oh Leute, ich kann übrigens Maden nicht ab. Das habe ich mir nicht besonders gut ausgedacht. Aber sie sind nur Pixel. Die sind nicht echt. Ich schaff das. Ich schaff das. Sein Name ist Ruby. Guck mal, wir können die benennen. Komm her. Chelly, du hast zuerst geratet. Du darfst mein erstes Insektchen sein. Oh, was? Schon so spät? Ich gehe dann auch mal auf. Gute Nacht, ihr Mädchen. Schlaf schön und träum was Süßes. Dankeschön für so lange mit dabei sein. Es ist ein Rubber Ducky Eye Support. Und im Moment noch ein Ei. Stimmung ist ein Ei. So wird es dann später mal aussehen. Tägliche Tarotkarte. Okay. Spiel häufiger mit deinem Insekt. Geht nicht, weil... Ist noch nicht. Nur ich und das Ei. Und ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt ausbrüten wird. Okay. Dann Beetlebug. Und unser Plan ist, wir wollen ein fröhliches Insektchen heranzüchten. Gut. Hier haben wir unsere Toilette, da können wir noch nichts mitmachen. Computer. Ah, wenn unser Experiment auf meine Weise durchgeführt worden wäre, hätte es etwas geändert. Bei dem Satz waren wir schon mal. Ich werde jetzt ein wunderschönes Schmetterling. Möglicherweise.
Ich vermute, jetzt darüber nachzudenken, bringt nicht mehr viel, aber schlimmer hätte ich es definitiv nicht gemacht. Ach, das ist unser Tagebuch. Was ist hier? Ich kann die Erinnerungen an meine Insekten für immer am Leben halten mit diesem Insektenkabinett. Oh Gott, ich mag sowas gar nicht. Was werde ich alles lernen, wenn ich meine Sammlung vervollständige? Ich mag sowas gar nicht. War das nicht früher so, dass die Insekten dabei lebendig aufgespießt worden sind und halt einfach dazu verdammt sind, so nach und nach zu verhungern? Ich finde das überhaupt nicht schön. Also, nee. Nee. Ja, Wunsi. Voll ekelhaft. Also, das finde ich genauso schlimm wie Angeln. Ich finde sowas furchtbar. Einfach nur Tiere quälen zur eigenen Belustigung ist nicht schön. Das machen wir nicht. Diese Sammlung ignorieren wir. Wenn sie von selber sterben, okay. Ja, wenn die bereits tot sind und du sie einfach nur da aufspießt und dann dafür sorgst, dass die halt nicht verwesen, okay. Aber sie töten dafür oder sie lebendig dahin pinnen, auf dass sie sich ewig nicht bewegen können, das ist nur grausam. Das machen wir nicht. Okay, hier passiert auch noch gar nichts. In diesem Gartenstückchen. Warte. Jetzt erscheint hier auch kein Text mehr. Oh, da hat ein Blitz eingeschlagen. Chelly! Chelly, du lebst! Es lebt! Ich habe tausende von Eiern ausgebrütet, aber ich hatte noch nie die Zeit, mich mit einem wirklich anzufreunden. Unser Labor hätte niemals ein so glückliches Insekt hervorbringen können, oder? Nur du und ich. Kann ich dich jetzt patpatten? Okay, es findet Patpat nicht gut. Wohl? Können wir Minispiele jetzt spielen? Stop, drop and roll. Okay. 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 Du hast gewonnen. Und zwar 4-mal silberner Kram. Juhu. Das ist das Stiftespiel, nur ohne Todeszone. Wo bist du jetzt hin? Mood. Ich habe mich viel zu viel auf die Software meines Labors verlassen, um ihr Verhalten zu verstehen. Ich erinnere mich nicht an viel, also muss ich mich erstmal auf meine Intuition verlassen. Okay, Ruby fühlt sich im Moment geliebt und gesättigt. Chelly, fühlst du dich geliebt und gesättigt? Das heißt, der Käfer wieder Ruby. Stimmt. Hallo? Chelly fühlt sich gewertschätzt und gesättigt. Ich hoffe, auch du fühlst dich gewertschätzt und gesättigt. So. Okay, Chelly ist noch viel zu schüchtern, um sich streicheln zu lassen. Dann lassen wir das erstmal. Kann ich dir was Gutes tun? Guck mal, wie wäre es mit einem Stück Ast? Hast du Bock auf einen Ast? Oh, nom, 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 nom. Ja, ja, feini. Okay, okay, kein Pat. Ja, ist okay, es tut mir leid, kein Pat-Pat. Wieso kann ich dir ein Bett schenken? Du bist ein Insekt. Wieso kann ich dir einen kaputten Fensterrahmen schenken? Was sehen wir hier? Hier. Bitteschön, ein schöner Boden für dich. Findest du das gut? Magst du das? Hier, ein kaputtes Fenster gebe ich dir auch noch. Geil, oder? Findest du bestimmt gut. Kein Hut. Kein Hut.
Ein Bett schenken, wieso nicht eine Couch mit Wolli, dem Walross? Komm, wir spielen nochmal eine Runde. Komm, Schwierigkeit Level 2. Go, go. Bin sicher, du kannst das, Jelly. Jawohl. Nochmal 3 Steinchen. Oh, Gewinn sorgt dafür, dass Jelly sich hier selbstbewusster fühlt. Ja, dann lass doch nochmal spielen, Jelly. Was spielen wir hier? Das ist ein kaputter Bilderrahmen ohne Bild. Ja. Ich hoffe, er gefällt dir. Oh, beinahe die 13. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ein Blumenhut. Ein Blauglockenhut. Möchtest du einen Blauglockenhut, Jelly? Oh, du bist noch zu klein. Du bist noch zu klein für einen Hut. Darf ich dich jetzt patpatten? Nein. Vorsichtig, Jelly ist nur viel zu schüchtern, um sich antatschen zu lassen. Okay. Komm her, ich will nochmal spielen. Ich habe noch gar nicht wirklich verstanden, was ich hier tue. Wunderschöne Steinchen. Goldfrass. Okay. Didio. Cool. Ah, wir haben jetzt nur... Wir haben in unserer Zelle quasi nur dich. Ich verstehe. Können wir irgendwie an mehr Eier rankommen? In unserem Garten ist nichts. Da können wir dich vielleicht, wenn du groß genug bist, hinsetzen. Pinning lassen wir komplett bleiben. Zum Klo können wir noch nicht. Nach draußen können wir noch nicht. So. Den Eintrag hatten wir schon. Den auch. Dieser Blumentopf wird sich als der perfekte Friedhof für unsere kleinen Insektchen erweisen. Oh Gott. Okay, dann wollen wir dich vielleicht nicht da hinsetzen, Jelly. Es tut mir leid, ich wusste das nicht. Nur gucken, nicht anfassen. Okay. Vielleicht können wir so wieder ein paar Blumen heranzüchten oder ein bisschen andere Flora. Easy würde das gefallen. So, genau. Und das Insektenkabinett haben wir auch. Fakten. Eigentlich sind Isopods gar keine richtigen Insekten. Okay. Gemälde. Also hier Möbel. Ziele. Es gibt eine Menge von Mikroexperimenten, die ich schon immer mal durchführen wollte. Ich hoffe, dass uns so erlangtes neues Wissen auch neue Möglichkeiten freischalten wird. Oh, wir müssen das Terrarium vollständig dekorieren als Erfolg. Dann dekorieren wir mal. Also Jelly, ich will da nicht hin. Nein, da musst du auch nicht hin. Das ist Kacke, die wir da sammeln. Wir können Minispiele spielen, um Kacke zu sammeln. Das ist ein Spiel für meine Freundin Vi. Isopoden, die Asseln sind eine Ordnung, die zur Klasse der höheren Krebse gehört. Asseln sind 0,3 mm bis annähernd 50 cm groß. Die meisten Asseln sind Pflanzenfresser und zählen somit biologisch zu den Erstzersetzern. Entschuldigung, das muss dir nicht peinlich sein, Jelly. Das passiert dem Besten unter uns. Das passiert dem Besten. Willst du noch ein Ästchen? Ich glaube, Jelly hatte Hunger. Also keine Insekten, sondern Gliederfüßer. Oh Gott! Ein Blitz hat eingeschlagen! Jelly! Jelly hat sich gehäutet. Jelly, warum frisst du deine Haut?
Jelly, warum hast du deine eigene Haut gefressen? Ih! Das ist ja minimalst ekelhaft. Wieso ist da ein Trilobit? Jelly ist größer geworden. Juhu! Pat, pat. Da war ein Herzchen. Das war zu viel, pat, pat, für einen Tag. Jelly mag es nicht, dort angefasst zu werden. Aber am Kopf ist okay. Ab und zu mal Kopftatschen ist jetzt okay. Jetzt kann ich meinen Blumenhut tragen. Blumenhut. Immer noch zu klein. Nogging too small. Dein Kopf hier ist immer noch zu klein. Das machen Tiere, die sich häuten. Da sind viele Nährstoffe drin und damit verhindern sie auch, dass Fressfeinde die Haut finden. Klingt sinnvoll. Wie wär's mit einem Bettchen für dich? Wir können uns leider nur das Billigbett leisten. Hier. Ein Billigbett für dich. So, an der Wand links haben wir bereits ein Item. An der rechten Wand haben wir kein Geld für. Hut geht noch nicht. Bett haben wir. Und Fußboden haben wir auch. Ich könnte dir aber noch ein goldenes Blatt hinsetzen stattdessen. Guck mal. Das sieht doch schon viel hübscher aus. Ja, guck mal, gefällt ihr. Jelly. Jelly hat bemerkt, dass du umdekoriert hast. Komm, Jelly, wir spielen noch ein bisschen. Das scheint dir ja zu gefallen. Wir können ein neues Spiel spielen. Okay, Blöcke. Tap to drop und reach the top. Verstehe das Spielprinzip. Geschafft! Wuhu! Das gewonnen! So. Juhu, drei Kacki gewonnen. Oh Gott, was ist passiert? Ih, geht weg! Lass Jelly in Ruhe. Mehr Kacki für uns. Oh, Jelly. Du Ärmste. Pat, pat. Da war ein böse Insekt, dies. Guck mal, jetzt alles wieder gut. Hier hast du ein Ästchen. Kein Hunger? Doch. Nom, 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 nom. Guck mal. Yay, Kacki. So. Oh, Jelly ist ein richtiger Gourmet geworden. Komm her, wir spielen noch eine Runde. Das mit den Platten, das kriegen wir auch noch mal hin. Oh, das war ein bisschen kurz. Oh, der war sehr kurz. Ja, trotzdem noch geschafft. Easy. Guck mal, Jelly, einfach bestes Insektchen ever. Goldenes Kacki. Bye, bye. Hab ich gut gemacht. Immer so dieses Datsch. So, können wir uns jetzt neue Geschenke für dich leisten? Guck mal, wie wär's mit noch einem hässlichen, kaputten Bilderrahmen? Geil, oder? Wir haben ein Terrarium komplett gemacht. Jelly, beste Assel. Wird jetzt rebranded als Assel-VTuber. So. Oh, der war sehr kurz.
Machen wir gut, Shelly, machen wir gut. Ha! Eine Assel mit Hasenohren. Ja, ich bin ein Häschen. Es tut mir leid. Okay. Dann hier Gönnung. So. Shelly genießt es, auf Sachen rumzukauen. Können wir jetzt das nächste Minispiel spielen? Nee. Dafür brauchen wir noch mehr irgendwas. Dann machen wir jetzt nochmal den da, einfach weil der halt easy gemacht ist. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses schöne Space Game. Hier, nicht Space Invaders, sondern dieses Flipper-Automaten-Spiel, was damals bei Windows 95 vorinstalliert war. Ich glaube, das letzte Minispiel ist mit der nächsten Häutung. Das kann natürlich sein. Ich glaube, die Quest war 10 Pat-Pat. Ich darf gerade nicht Pat-Patten. Ja. Okay, da war nicht okay. Ja. Am Poppes war nicht okay. Es tut mir leid. Da ist noch okay. Da auch. Hier hinten nicht mehr. Okay. Süß, aber was mache ich jetzt damit? Oh, Kaki. Immer noch nicht groß genug. Was ist das hier für ein Ding? Was würde all unser Geld kosten? Ich würde sagen, ich kann dir einfach einen Hausschwamm kaufen. Und jetzt habe ich schon wieder auf die Minigames geklickt. Egal, da kriegen wir auch nochmal hin. Microsoft 3D Pinball, so hieß das Game. Oh. Nein, Shelly! Shelly weiß, du hast dein Bestes gegeben. Nein! Ey, jetzt sei doch nicht sauer. Es tut mir doch leid. War doch keine Absicht. Shelly ist jetzt mad. Komm, das kriegen wir nochmal hin. Easy. Oh Gott. Es ist wieder soweit. Okay, das Minispiele spielen war wohl genau das Richtige. Shelly! Du Putzi! Putzi! Putzi, Putzi, Putzi. Kannst du jetzt einen Hut tragen? Ja! Da hast du deinen Blumenhut! Shelly, du süßes Blümchen. Okay, kein Poppes streicheln. Ja.
Kein Hintern. Ich hab verstanden. Es tut mir leid, ich mach's nicht wieder. Okay, okay, okay. Kein Tai Chi. Da. Komm mal, als Entschuldigung. Als Entschuldigung. Gut, ich hoffe, es hat geschmeckt. Lass es dir noch weiter munden. Aber es gibt immer noch nichts, was wir tun können. Machen wir... Ach nee, selbst auf die Minispiele müssen wir jetzt warten. Darf ich dich jetzt wieder antatschen? Nein? Okay. Okay, okay, du bist noch sauer. Ich hab verstanden. Ich mag die Farbgebung. Ja, also das Gelb-Orange, das ist hübsch. Da gebe ich dir völlig recht. Anderes Pat-Pat? Okay, kein Pat-Pat gerade. Wir spielen einfach noch ein bisschen. Da, wie du gesagt hast, mit der nächsten Häutung haben wir das nächste Minispiel. Okay, Spin, nicht crashen und escapen. Oh Gott, ich bin ganz schlecht in solchen Spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Mir wird schwindelig, wenn ich mir das angucke. Meine Mausempfindlichkeit reicht nicht dafür. Okay, Maus super empfindlich gemacht. Mir wird nicht schwindelig, aber anstrengend ist es für die Augen. Oh yes, ich habe einen Hut. Und wehe, jemand toucht den Hut. Okay, wir probieren das nochmal. Ich habe die Maus jetzt empfindlicher gemacht. Ja, jetzt lass es mich doch drehen. F-Zero ist ein Scheiß gegen Jelly. Hui. Wenn man das die ganze Zeit anguckt und danach auf den Chat guckt, dann denkt man, der Chat wird quasi so in sich zusammengezogen. Hilfe. Das ist ja ganz schrecklich für die Augen. Hast du gut gemacht, Jelly. Hast du gut gemacht. So, probieren wir noch die höchste Schwierigkeit. Guck mal, oben rechts könnt ihr sogar sehen, wie weit noch. Oh, da hätte ich mehr drehen müssen. Ich würde das lieber mit A und D machen, als mit der Maus. Gebe ich offen zu. Das fände ich mit A und D wesentlich einfacher. Ich komme irgendwann an den Bildschirmrand und dann dreht er nicht mehr weiter. Das Ding ist kackschwer. Wir können es nicht sehen. Dein Ziel ist ein bisschen weg. Oh, entschuldigt. Entschuldigt. Oh Gott.
Ich kann nicht mehr scrollen. Hilfe, meine Maus. Hilfe. Oh, jetzt ist die Maus zu unempfindlich. Ja. So. Ach du heilige Kacke, kann ich das vielleicht einfach mit A und D machen, bitte? Oder mit den Pfeiltasten? Nein. Hat jetzt sehr lange gar nichts gemacht und dann auf einen Ruck alles. Hui. Nein, geh weg. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh, meine armen Augen. Oh, meine armen Augen, oh Gott. Oh, es fühlt sich an, als würde der Chat in sich zusammengezogen werden. Oh. Oh, das ist kein Spiel für mich. Ah, hast du herausgefunden, woran genau es liegt, dass du gestern nach dem Ausfall keinen Stream-Sound mehr hattest? Ich habe gar keine Ahnung, Hiski. Es geht heute einfach so weiter. Ich hatte ja gestern keinen Sound mehr, also habe ich eine neue Soundverknüpfung gemacht, die ich Narf genannt habe. In der ersten Demo hat der Spielesound tadellos funktioniert. In der zweiten Demo hat der Spielesound plötzlich nicht mehr funktioniert, aber Narf schon. Und in der dritten, was wir jetzt spielen, hat Narf wieder nicht funktioniert, aber der Spielesound wieder. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Würde da wahrscheinlich genauso verzweifeln. Es macht einfach vorne und hinten keinen Sinn. Da ist nochmal Kaki. Lass mich das Kaki wegmachen. So, was haben wir im Log stehen? Was? Chelly hat nicht mehr lange auf dieser Welt? Was? Du bist doch gerade eben erst geschlüpft? Okay, Entschuldigung. Dann touch ich dich nicht mehr an. Hier. Ist dein Lieblingsbaum. Sei glücklich. Möge Chelly in Frieden ruhen, demnächst. Aber bevor es soweit kommt, spielen wir nochmal das erste Spiel. Hui! Da muss man wenigstens nichts können für. Seht ihr, das hat nichts mehr mit Können zu tun. Sehr schön, aber kein Touchy mehr. Also seit Chelly den Hut bekommen hat, ist Chelly total abgehoben. Hm. Ich weiß noch nicht, was gerade der Plan ist. Geht das jetzt auf Zeit? Geht die Zeit nur weiter, wenn wir Minispiele spielen? Oh, das sind noch verdammt viele Blöcke, die wir da klatschen müssen. Easy. Easy gemacht. Oh, es passiert was, Leute. Chelly ist gestorben. Was?
Was ist denn das für ein Game? Ich habe mich gerade mit ihr angefreundet und jetzt ist sie einfach tot. Okay, wir begraben dich natürlich. Also Chelly, du wirst nicht hier an die Wand gepinnt. Ich finde das nicht schön. Wir begraben dich. So, das eins meiner Laborzüchtungen war, war Chelly in der Lage, noch ein paar parthenogenetische Eier zu legen. Ich weiß total, was das bedeutet, fragt aber bitte nicht. Ich werde sie einfach draußen freilassen. Chelly hatte ein schönes Leben und war ein Beefy Bug. Chelly, du bist jetzt ein Beefy Bug. Eine wunderschöne gute Nacht, schlaf schön und träum was Süßes. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Also Beef ist ja eigentlich mehr so streitlustig. Oder sie war ein Salamikäfer. Ja, Hiski, sie war ein Salamikäfer. In Wirklichkeit ist Chelly ein Häschen. So, ich würde sagen, das ist die schönste Grabinschrift, die man haben kann. Häschen. So. Okay, wir haben jetzt Chellys Kinder genommen. Chellys Kinderchen haben ein bisschen was von den Giften in dem umliegenden Waldboden entfernt. Jetzt sollen wir zwei Poshbugs hier besitzen. Aufziehen. Easy. Danke für die Eier. Ich habe sie aufgezogen und habe sie in die Wildnis entlassen. Also habe ihre Kinder in die Wildnis entlassen und habe erstaunliche Ergebnisse erzielt. Die Regeneration des Bodens ist viel besser, als ich das im Labor gesehen habe. Und da war leider der Text weg. Okay, das heißt, wir wollen uns hier so nach und nach den Weg nach draußen fighten. Zwei schöne Posch-Käferchen. Leider ist das schon das Ende der Demo. Du kannst aber trotzdem weiter Asseln ziehen. Im vollständigen Spiel wird es dann mehr verschiedene Käferchen, Minispiele, Möbel und eine tiefere Storyline geben. Dankeschön. Okay. Das Ende hat mich jetzt überrascht, dass jetzt so plopp, nee, keine Demo mehr, Ende. Warte mal kurz, spinnt meine Uhr? Wir haben erst 3 Uhr. Okay. Ja, dann Dankeschön für das schöne Spiel. Für jemanden, der so gar nichts mit Insekten anfangen kann, war das echt okay. Falls man jemanden hat, der sich gerne mit Insekten beschäftigt oder der gerne Tamagotchis mag, ist das bestimmt voll das cute Spiel. Also falls ihr mal so ein Idle-Game braucht, was ihr auch einfach mal eine Woche lang liegen lassen könnt, ohne dass was passiert, dann schaut gerne mal in Bug Abu rein. Super cute Game.